Keine Sorge, Freunde, ich bleibe euch auf alle Fälle noch erhalten. Da könnt ihr euch sicher sein, was mit den anderen YouTubern passiert. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, wer in diesem Video aufwendige Schnitte, die auf die Tränendrüse drücken sollen, sucht oder langes Herumgeheule über den Artikel 23 sowie großartige Erklärungen über die Folgen dieses Artikels, der ist in diesem Video falsch und sollte vielleicht einfach mal wegdrücken, weil gefühlt jeder, und wenn ich sage jeder, dann meine ich auch jeden YouTuber, jeder YouTuber hat ein Video gemacht über dieses Thema. Ich möchte hier nicht großartig erklären, was der Artikel 23 ist. Ich mache es nur ganz kurz für alle, die es nicht mitbekommen hat. Eine neue Bestimmung des EU-Parlaments, ein Artikel davon besagt, dass nicht Nutzer, die urheberrechtliches Material hochladen, bestraft werden, sondern direkt die Plattform. Das heißt, YouTube würde bestraft, wenn ich hier etwas hochlade, für das jemand anderes Recht hat, und das möchte YouTube logischerweise nicht, weil finanziell zu große Schaden, und dementsprechend könnten ab 2019 alle Kanäle, die nicht von großen Medien entstammen, wo man mehr Kontrolle drüber hat, gelöscht werden. Das ist Artikel 13, ich glaube, das hat aber einfach schon jeder mitbekommen. Ich werde euch heute meiner Meinung dazu sagen, ich werde nicht großartig herumlabern, wir werden das Video kurz und knapp halten, ich werde euch einfach nur sagen, was meine Meinung dazu ist und aus welchen drei Gründen ich das einfach nicht ernst nehmen kann. Punkt Nummer 1. Es ist kaum möglich, das durchzusetzen, einfach alle Kanäle zu löschen, weil da einfach viel zu viel Geld dahinter steckt, wie Steuereinnahmen oder große Namen, große YouTuber, die auch einiges bewegen können. Es gibt hier YouTuber mit Millionen von Zusehern. Wenn die hier groß das Publik rausbringen, dann werden hier zu viele Leute dagegen schreien. Es steckt aber auch viel zu viel Geld dahinter. Steuergeld. Es gibt ja Einnahmen durch Werbekooperationen, Einnahmen durch Verkäufe von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, und diese Steuergelder wird sich das Land einfach nicht entgehen lassen. Gleichzeitig entsteht aber auch eine Meinungsfreiheit. Jeder YouTuber sollte seine Meinung außen kundtun, als sollte aber auch jeder Nutzer von euch seine Meinung kundtun. Und wenn dann alle Instagram-Kanäle, alle Facebook-Kanäle, alle YouTube-Kanäle gelöscht werden würden, dann wäre das ein Eingriff in die Meinungsfreiheit, die aber verankert ist. Von dem her ist das gesetzlich schon mal nicht so einfach durchzusetzen. Punkt Nummer 2. Dadurch, dass ich mehrere Standbeine habe, YouTube aber zu meiner Leidenschaft gehört, wäre es für mich kein emotionaler, naja, emotional schon. Es wäre schon ein emotionaler Verlust, aber allerdings kein finanzieller. Das ist das Schlagwort. Es wäre kein großartiger finanzieller Verlust. YouTube macht einen geringeren Teil meiner Einnahmen aus. Es wäre aber trotzdem für mich schlimm, keine YouTube-Videos mehr machen zu können, nichts mehr produzieren zu können, nichts mehr in diesem Bereich schaffen zu können. Also ich müsste mir da auf alle Fälle einen künstlerischen Ausgleich suchen, um das zu kompensieren. Das nächste Ding ist aber, dass ich bin ja nicht der einzige Fall. Also auch YouTuber würden sich eine andere Geschichte suchen. Und ich glaube einfach, dass nicht die Plattform YouTube hier so entscheidend ist, sondern die Influencer selbst, die sich dann einfach eine neue Webseite, ein neues Medium suchen, in dem sie ihre künstlerische Kreativität rauslassen können. Und ich glaube, genauso würde das auch kompensiert werden, wenn es YouTube in dieser Form nicht mehr gäbe. Punkt Nummer 3, liebe Freunde. Mich würde es trotzdem immer noch auf YouTube geben, denn was die meisten von euch gar nicht wissen, ich produziere einmal wöchentlich für einen anderen YouTube-Kanal, der nennt sich JumbosTV. Ich habe ihn unten nochmal in der Infobox verlinkt. Für diesen Kanal produziere ich einmal in der Woche ein Video und dies ist der Kanal eines größeren Mediums. Das bedeutet, dieser Kanal würde auf keinen Fall gelöscht, weil hier ein großes Medienunternehmen dahinter steht, das kontrolliert wird und somit die Gefahr bestünde nicht, dass hier einzelne Nutzer irgendetwas mit Urheberrechtsverletzung hochladen, da die Videos ja vorher kontrolliert werden, auch wenn ich Videos einschicke. Das sind die drei Gründe, Freunde. Also Punkt Nummer 1, ich nehme das Ganze nicht ernst. Ich glaube nicht, dass das umgesetzt werden kann. Punkt Nummer 2, ich bediene mehrere Sparten und würde mir auch dann einen Ausgleich suchen. Und Punkt Nummer 3, ich würde sowieso nicht auf YouTube verschwinden. Keine Sorge, Freunde, ich bleibe euch auf alle Fälle noch erhalten. Da könnt ihr euch sicher sein, was mit den anderen YouTubern passiert. Ich denke nichts. Und das ist mein gesamtes Statement dazu, weil ich so viele Kommentare gelesen habe. Mach auch du ein Video dazu, sag deine Meinung dazu. Ich war einfach der festen Überzeugung, dass einfach schon zu viele Leute darüber gelabert haben. Und deswegen wollte ich kein Video machen. Liebe Freunde, das ist meine Meinung dazu. Schreibt mir unbedingt noch eure Meinungen dazu. Abonniert mich
oder abonniert sicherheitshalber mal Schumbos TV, um kein Video mehr zu verpassen, das ich wöchentlich hier herausbringe. Das auf alle Fälle noch bis 2019 und danach auch wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und liebe Freunde, wir sehen uns morgen allerdings mit einer Werbekooperation. Wird ein anderes Video als sonst von mir gewohnt, also schaut es euch auf alle Fälle an. Und vielleicht gibt es Freitag auch noch ein Video. Sonst am Sonntag. Bis dahin, euer Maximilian.